Hallo, hallo alle zusammen. Wenn in wenigen Stunden Donald Trump vor Gericht, vor einer Grand Jury erscheint, um seine Anklage zu vernehmen, gehen wir in die Vergangenheit und hören ein Interview mit Ted Bundy, das offenbar vom FBI dazu benutzt wird, um seine Agenten zu trainieren. Dann sehen wir uns zwei Mythen an und prüfen, ob etwas an ihnen dran ist. Und schließlich gibt es heute den zweiten Teil mit Ed Kemper, dem sympathischen Serienmörder von nebenan. Aber bevor wir das alles machen und ein paar Umfragen, nutze ich die Gelegenheit, um euch alle zu begrüßen und werfe einen Blick in den Chat. Hallo, guten Abend. Hallo, hallo, willkommen. Hallo, hallo. Ich hoffe, alle können mich gut sehen und hören. Bevor wir also in medias res mit Ted Bundy gehen oder Ed Kemper danach, für die ja der Stream angekündigt ist, können wir gar nicht anders, als die Nachrichten der Stunde noch uns einmal vor Augen passieren zu lassen. Wie ich eingangs erwähnte, befindet sich Donald Trump in New York vor einer Grand Jury. Und wir lassen es uns nicht nehmen und äußern ein paar Worte über Trumps juristische Situation gerade. Wo befindet sich denn dieser Prozess der Anklage überhaupt? Es gibt ja Worte, die fallen, wenn ihr das zum Beispiel verfolgt, in englischsprachigen Medien. Grand Jury ist bei Alex Murdoch auch gefallen. Indictment. Was ist ein Indictment? Ich übersetze das immer so Pi mal Daumen, aber heute machen wir das mal ein bisschen genauer, was diese Sachen eigentlich bedeuten, falls ihr es nicht wisst. Also das ist Donald Trump. Für alle, die die letzten 10 Jahre in einer Höhle auf der Rückseite des Mondes gelebt haben, mit beiden Augen geschlossen und beiden Fingern in den Ohren, das ist Donald J. Trump, der Präsident von Amerika, der USA, vor Joe Biden, vor dem Mann jetzt. Er ist also, wir fangen ganz einfach an. Was ist die Grand Jury? Wir haben ja gesehen, eine Jury ist eine, das wäre auf Deutsch sowas wie Schöffen, das wird aber oft übersetzt mit Geschworenen. Das ist eine Besonderheit des US-amerikanischen Gerichtssystems. Eine Grand Jury also, im Unterschied zu einer Jury, bestimmt nicht, wer schuldig oder unschuldig ist. Eine Grand Jury entscheidet nur, ob genügend Beweise vorliegen, um jemanden anzuklagen. Eine Grand Jury setzt sich aus Personen zusammen, die aus der Gemeinde ausgewählt werden, ähnlich wie die Geschworenen im Gerichtsverfahren. So. Das Verfahren, über das wir gerade sprechen, diese Nachricht der Stunde, dieses Verfahren passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgrund von verschiedenen Dingen, aber ich glaube hauptsächlich, weil der Richter keine Lust drauf hat. Es werden irgendwie 5 Fotografen in den Saal gelassen. Ich glaube davor, um alle zu fotografieren, und danach werden alle rausgejagt. Was ist noch dazu zu sagen? Die New Yorker Geschworenengerichte bestehen aus 23 Personen. Mindestens 16 müssen anwesend sein, um Beweise zu hören oder sich zu beraten. 12 müssen zustimmen, dass genügend Beweise vorliegen, um eine Anklage zu erheben. Genau, der wichtigste Zeuge der Anklage ist ein Mann namens Cohen. Cohen, früher Mitarbeiter von Trump, beziehungsweise hat für Trump gearbeitet, mittlerweile erbitterter Feind. Die Anklagepunkte sind noch nicht öffentlich, die werden aber wahrscheinlich nach heute öffentlich gemacht und wir werden uns diese Anklagepunkte ansehen. Apropos Anklagepunkte, es gibt ja ein Indictment. In der Presse, in der US-amerikanischen oder englischsprachigen steht ja immer Indictment, Indictment und so weiter. Indictment, wenn man es auf Deutsch liest. Ein Indictment ist eine Anklageschrift, grob übersetzt. Und die ist ja eben noch nicht öffentlich. Das ist eine formale Anklage, die gegen eine Person erhoben wird, nachdem eben eine Grand Jury, die sich aus Mitgliedern der Gemeinschaft zusammensetzt, nachdem die Grand Jury abgestimmt hat und genügend Mitglieder zugestimmt haben, dass genügend Beweise vorliegen, um jemanden einer Straftat anzuklagen. Das heißt, ein Urteil dafür, dass jemand später vielleicht verurteilt werden kann. Und wir werden
Vielleicht, wir werden sogar wahrscheinlich am Freitag, sofern diese Anklageschrift bis dahin öffentlich ist, uns das nochmal genauer ansehen, was genau wer wann gemacht hat und ob das eine Straftat darstellt, ob das eine Felony ist. Eine Felony ist sowas wie, wie soll man sagen, ich glaube genau, das ist der Unterschied zwischen Ordnungswidrigkeit und Verbrechen im Deutschen, wobei ich da auch relativ schwammig bin. Eine Felony ist jedenfalls eine schwere kriminelle Handlung. So grob übersetzt. Das ist das kleine Intro zu Trump. Aber Trump kommt heute nicht. Wir machen heute was ganz was anderes. Nämlich. Ich sehe schon, Lami hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Alle hereinspaziert. Danke, Manuela Droste. Ihr merkt, es geht mir besser. Ich kann ein bisschen schneller sprechen, ein bisschen schneller denken. Ich hatte ein paar, wie sagt man, ein bisschen Brain Fog am Sonntag, als wir den letzten Stream gemacht haben. Jetzt gibt es eine kleine Triggerwarnung. Eine kleine Warnung. Wir machen jetzt das Interview mit Ted Bundy. Das ist eins der letzten Interviews, glaube ich, wenn nicht das letzte, das er gegeben hat. Er hat das vor einem Detective abgegeben, der bekannt dafür war, der ein profilierter Verfolger, Ermittler von Serienmördern und Serienmordtaten geworden ist. Dieses Interview ist sehr, sehr harter Tobak. Das heißt, wenn ihr Ted Bundy nicht mögt, wenn ihr das nicht aushaltet, beziehungsweise wenn ihr von euch wisst, dass das nichts für euch ist, dann empfehle ich euch, entgegen eines anderen Instinktes als Creator, nämlich der möglichst viele Views und Klicks braucht, vielleicht etwas anderes zu gucken oder zu machen in dieser Zeit. Das wird so 20, 25 Minuten dauern, nicht länger, aber das ist schon hartes Zeug. Das heißt also, das ist eigentlich ein 4-Stunden-Interview. Wir hören daraus 20 Minuten. Das ist, was erhältlich ist, was ich in die Finger bekommen habe. Das ganze Interview. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie öffentlich zugänglich ist, aber dieses Material ist zugänglich. Und das würde ich jetzt mit euch teilen und auf Deutsch übersetzen. Wir haben nur eine Soundspur. Genau. Also, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Alle, die es abkönnen und die sich interessieren, folgt mir. Nachdem ich einen großen Schluck aus dieser Tasse genommen habe. Nein, nein. Ich glaube, ich habe da schlecht formuliert. Vielleicht habe ich Brain Fog. Natürlich, ich sage nicht, dass man Ted Bundy mögen soll. Danke, Stolli. Sondern ich sage, dass eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ihr Content über Ted Bundy nicht mögt, wenn ihr sein Gesicht oder seine Stimme gar nicht, also wenn, ich meine, bei Ed Kemper bereitet es einem ja, kann es ja einem sogar Vergnügen bereiten, wobei auch nicht für alle, das zu hören. Ich kann aber verstehen, wenn es das nicht tut. Und bei Ted Bundy ist es genauso. Ich kann selber mir teilweise die Dinge nur schwer anhören. Also, ja. In der Tasse könnt ihr eure Kinder baden. So, nachdem ich mich jetzt rechtfertigt habe für meine Verschlimmbesserung, nicht Verschlimmbesserung, sondern für meine Formulierung, geht's jetzt los, Freunde. Nämlich mit ihm hier. Eine kleine Einstellung noch, die ich hier vornehmen muss. Das Interview führt Robert D. Keppel. Und das ist was. Ah. Sprach's und muss gleich sich wieder korrigieren. Das war der Anfang, den ihr gerade gehört habt. Ich höre es leider sehr, sehr leise. Darum habe ich es gerade ein bisschen lauter gemacht, in der Hoffnung, dass ich es höre und wir fangen an, weil der fängt wirklich gleich an. Und das ist, wo es darauf ankommt, was es bedeutet, dass wir uns Sachen im großen Detail ansehen. Nicht nur den Vorfall selbst, ultimativ, ob es ihm gegenüber ist oder gegenüber jemand anderem, weil im Prinzip hat alles in Washington State begonnen. Da habe ich gelebt, da bin ich als Kind aufgewachsen und da bin ich als junger Mann aufgewachsen. Und diese Art von Bilder, Impulsen, Verhalten, die ultimativ dazu geführt haben, zu gewalttätigem Verhalten geführt haben, das wissen Sie, aufgetaucht ist in Washington State, die Art von breitem Verständnis davon.
dass ich, ich habe ja im Washington State gelebt, ja. Leider von ihrem Standpunkt aus, also im Prinzip Washington State, wo diese ersten Verbrechen, Vorfälle, Morde stattgefunden haben. Okay, wir machen mal was, ja, zum Anfang. Wir könnten, ja, auf lange Sicht, auf ziemlich lange Sicht, was daraus gewinnen. Ein bisschen was von diesem, wie man sagt, anfassbaren, fassbaren Beweisen. Das könnte von Wert sein. Und vielleicht ein bisschen Informationen. Und vielleicht hat das einen Wert für Familien. Also wir werden, ich verstehe, dass bei dem Issaquah-Tatort, was ich Ihnen beschreiben würde, drei Überbleibsel, Überreste von Individuen, die gefunden worden sind. Zwei identifiziert, eins nicht. Weil so wenige, die Art von Überresten war so nicht identifizierbar, ja? Was wollen Sie? Dass ich beschreibe, wie man da hinkommt? Vielleicht eine halbe Meile, Viertelmeile, auf so einer Seitenstraße, wenn man... Ja, man weiß ja nicht, was die kleinen Kreaturen da gemacht haben, was die Tiere gemacht haben. Aber fangen wir doch mal mit einem an. Mit dem. Die unidentifizierten Überbleibsel. Das ist, wo so ein bisschen die Präsenz der Officers so ein bisschen mich nervös macht. Ein bisschen von den Sachen kann ich reden, ja. Ich kann es Ihnen flüstern, aufschreiben oder so. Ich will einfach nicht, dass die Polizei Namen kriegt zu diesem Zeitpunkt. Also, Sie das hören? Ich kann hören. Also, ich glaube, ich habe gesagt, dass der Kopf des Hawkins-Mädchens abgetrennt worden ist und die Straße raufgebracht worden ist. 25 bis 50 Yards und begraben ist an einem Ort 10 Yards westlich der Straße auf einem Abhang, auf einem steinigen. Haben Sie das gehört? Ja. Aber hatte nichts was zu tun mit diesem Fund. Sie hätten vielleicht einen beschädigten Kopf gefunden. Das Kinn ist wahrscheinlich im Besonderen gebrochen. Aber wenn Sie das finden würden, dann würden Sie wissen, wer es war. Jedenfalls ich. Gibt es einen Grund, warum Sie mich gefragt haben? Also, wenn man da so raufgeht, die Alley. Ich bin da so die Alley rauf. Ich hatte einen Koffer und ein paar Krücken. Und eine junge Frau ist runtergekommen. Ich habe sie gesehen, habe sie auch vom Nordeingang des Blocks gesehen, in der Alley. Ich bin kurz angehalten und dann ist sie mir entgegengekommen. Und dann habe ich sie getroffen, zur Hälfte des Blocks, und habe sie darum gebeten, mir zu helfen, den Koffer zu tragen. Was sie gemacht hat, und wir sind da zurück, die Straße, über die Straße, sind nach rechts auf dem Gehsteig, vor, ich denke, dem Fraternity House am Eck dort, um die Ecke auf der 47. nach Norden. In der Mitte des Blocks war da so ein, wissen Sie, da waren so Parkplätze, die sie aus Häusern gemacht haben. Ja, wir sind zum Auto. Im Prinzip, als wir zum Auto sind, was passiert ist, ist, dass ich habe sie bewusstlos geschlagen mit einem Brecheisen. Wo hatten Sie sie dann? Beim Auto. Draußen? Ja. Draußen, hinten am Auto. Hat sie gesehen? Nein. Okay, nein. Und dann, dann gab es Handschellen dort.
zusammen mit dem Brecheisen. Mit dem Brecheisen, ja. Und ich habe ihr Handschellen angelegt und habe sie beim Fahrer, beim Mitfahrer, Beifahrersitz des Autos abgelegt und bin weggefahren. War sie lebendig oder tot? Oh nein, nein, sie war ziemlich. Oh nee, sie war bewusstlos, aber sie war ziemlich am Leben. Eines der Dinge, das war ganz merkwürdig und das macht es ein bisschen schwer. Sie war ziemlich klar. Sie hat über Dinge gesprochen. Über, es ist lustig. Also es ist nicht lustig, aber es ist merkwürdig. Die Art der Dinge, die Leute sagen unter diesen Umständen. Und sie dachte, sie hat gesagt, dass sie denkt, sie hat einen Spanisch-Test am nächsten Tag. Und sie dachte, dass ich sie genommen hätte, damit sie mir beim Spanisch-Test hilft. Das war merkwürdig, wirklich merkwürdiges Ding zu sagen. Also im Prinzip war es so, dass ich, also ja, ich habe sie bewusstlos geschlagen. Habe sie erwürgt und sie, und habe sie 10 Yards in so, zwischen so Bäume geschleppt. Mit was haben sie sie erwürgt? Mit Seil. Seil? Ja, so ein altes Stück Tau. Etwas, was sie bei sich hatten? Ja. Ja, das war im Auto. Dann habe ich das Auto zusammengepackt. Das war fast Morgengrauen. Die Sonne kam hoch. Und ich habe meine üblichen, ich sage, üblichen Routinen gemacht. Diese Routine, wo ich absolut, ja, an dem speziellen Morgen war ich absolut, naja, schockierend. Ich war zu Tode schockiert. Ich bin die Straße runter und habe alles, was ich hatte, den Koffer aus dem Fenster raus, den Koffer, die Krücken, das Seil, die Klamotten, alles aus dem Fenster. Ich hatte einfach nur Panik, absoluten Horror. Zu dem Zeitpunkt mir bewusst werden, was wirklich passiert ist. Es ist, als würde man aus dem Fieber rauskommen. Also bin ich dann nach Norden auf der 90er, Nordosten auf der 90er. Und habe zu einem bestimmten Zeitpunkt Dinge aus dem Fenster geworfen, als ich da bin. Kleidung, Schuhe und so weiter. Wann haben Sie das entfernt? Was? Die Schuhe, die Kleidung. Nachdem wir aus dem Auto sind. Okay. Also ich habe jetzt ein paar Dinge übersprungen. Da müssen wir wieder zu einem zurück, aber ich glaube, es ist jetzt zu hart, drüber zu sprechen. Ja, ich habe den Koffer und die Krücken weggeworfen. Und die Handschellen und das Brecheisen, alles. Ich war böse mit mir ein paar Wochen später, weil ich ein weiteres Paar kaufen musste. Ich meine, es ist nicht lustig, aber das ist halt passiert. Ja, das ist, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, jeder nannte sie George. Das hat sie gesagt. Oder wie ist es damit? Sie hat eine Sicherheitsnadel benutzt, weil ihre blauen Hosen offenbar zu groß sind. Oder, ja, das ist alles, was ich weiß. Ich meine, es gibt da eine, es gibt andere Stücke, an die ich mich erinnern werde, aber es war nicht viel, also nicht viel Unterhaltung, ne? Ah ja, apropos Details, die wiederkommen. Ich konnte einen der Schuhe nicht finden. Ich dachte, das war da. War es aber nicht. Also bin ich zurück. Das war am nächsten Tag. Bin auf mein Fahrrad, bin zurück zum Parkplatz. Ich wusste, dass die Polizei da überall ist. Aber ich war nervös, weil ich sag's Ihnen gleich, weil ich los bin und mein Auto dort geparkt ist. Und das könnte mich ja verbinden. Also bin ich zurück zum Parkplatz.
Und die gepiersten Ehringe und der Schuh am Parkplatz um 5 Uhr am Nachmittag. Also habe ich das alles gesammelt. Hat die Polizei nicht das Gebiet gecheckt? Ich habe ganze Schwärme von ihnen gesehen, aber sie haben sich auf Dinge konzentriert wie den Park in der Nähe. Ich bin sicher, sie konnten nicht sich den Parkplatz ansehen und das Leder und die Ohrringe nicht gesehen haben. 2 Wochen davor habe ich denselben Modus operandi benutzt in derselben Nachbarschaft. Vorne, vom selben Schwesternschaftshaus, aus dem Georgian Hawkins verschwunden ist. Und ich habe ein Mädchen getroffen, das aus der Tür kam und habe sie darum gebeten, mir zu helfen. Wir sind den ganzen Weg zum Parkplatz gegangen. Das ist Freitagnacht, 11 Uhr. Und ich war betrunken. Ich war betrunken und ich habe gelabert und ich habe gesagt, ich arbeite in Olympia, in einem Rooming-Haus und ich war schockiert später, ja. Aber, ja, mehr oder weniger, aber das war Part des MO zu dem Zeitpunkt. Aber ich war wieder beim Auto und das ist manchmal passiert und habe gesagt, nein, ich will es nicht machen. Ich habe gesagt, danke, tschüss und sie ist weg. Aber später, nach dem Hawkins-Ding, war ich, wissen Sie, paranoid wie Hölle, dass dieses Mädchen sagen würde, irgendwas Komisches ist mir passiert vor ein paar Wochen. Dieser Typ kam mit Krücken und hat mich darum gebeten, ihm zu helfen, hat mich zum Volkswagen gebracht, hat gesagt, er arbeitet in Olympia und lebt hier im Universitätsdistrikt. Und auf wie viele Leute passt das denn? Im Juni nach einer Woche mit all diesem lokalen Getier, was da lebt, da war nicht viel übrig. Sind Sie zurück zu dem Tatort, um sexuelle Akte zu verüben? Darüber würde ich nicht sprechen gerade. Wir werden darüber mal sprechen, aber ich habe nicht genug, um Ihnen einen Hintergrund zu geben, was das angeht. Haben Sie jemanden begraben? Oh ja, das kann man sagen. In meinen eher nicht kohärenten, als ich meine Zeit gelassen habe auch, ja. Und ich meine, ist ja klar, das bedeutet keine Frage, ne? Fast keine Frage. Die gefunden sind, nicht, und die nicht gefunden sind, sind begraben. Nun, wo ist sie? Also sie ist in den Bergen. In was für Bergen? Oh, Entschuldigung. Ja. In den Cascades, ja. Ich meine, die Nacht ist wie so eine Art Traum. Ja. Sehr, sehr verwaschen, sehr albtraumhaft. Und ich hatte Schwierigkeiten, das zusammenzufügen. Und ich brauche ein bisschen, um daran zu arbeiten noch. Ich hatte manchmal eine Flasche Wein im Auto und neben anderen Dingen und war sehr betrunken. Ich würde gerne was zu Timing hören. Wann das? 2 Stunden, eine Stunde oder? Bill, ich könnte bestätigen, was zu allen auf die eine oder andere Art. Ich meine, das ist ja... Ich glaube nicht, dass jemand Zweifel hat, dass ich ein paar schlimme Sachen getan habe. Die Frage ist natürlich, wie und vielleicht am wichtigsten, warum? Und ich bin nicht... Nein, ich habe da auch kein Problem mit. Ich schaue nach jeder Gelegenheit die Geschichte auf beste Art zu erzählen, die Sinn macht für mich und die helfen wird, nicht nur Ihnen, den Familien, was auch sehr wichtig ist, also das auch meiner Familie hilft, verstehen Sie? Ich habe die Augen meines Stiefsohns gestern gesehen, nachdem er zum ersten Mal ihm gesagt worden ist, dass, wissen Sie, er hat immer gedacht, er wollte immer glauben, dass ich nie sowas gemacht habe. Wie schwer es für Sie auch ist zu glauben. Aber es gibt Leute, die mir nahestehen, die das glauben. Und zu sehen, wie er geguckt hat,
hat meine schlimmsten Ängste bestätigt. Er sagt, er war absolut erstaunt. Er konnte es nicht verstehen. Er hat mir Fragen geschrieben, einfach wirklich Fragen geschrieben. Ich konnte sehen, wissen Sie, wie beschreckt er war deswegen. Und ich will ihm eine Chance geben, anderen eine Chance geben, zu wissen, was wirklich los war. Und sie hatten einen sehr engen Fokus, weil sie Gesetzeshüter sind, wegen ihrer Perspektive. Und es ist wichtig für das, was sie tun. Es ist wichtig, dass diese Fragen beantwortet werden. Für mich ist es wichtig, dass diese Fragen beantwortet werden in einem Kontext. Aufgrund vieler Dinge. Aber am wichtigsten vielleicht wegen meiner Familie, damit sie es verstehen. Weil sie nur einen Teil der Geschichte bekommen, nur den schlimmsten Teil. Und wissen Sie, was passiert, wenn dieses Zeug öffentlich wird, wenn sie nur wer und wo und Anzahl an Leichen schreiben, ja, es wird ganz schlimm werden, ist ja auch schon. Ich wollte da nicht rumdödeln und wollte schlafen. Ich weiß das, dass die Leiche ist, aber das ist nichts Identifizierbares. Vielleicht wirklich Knochen. Aber der Kopf, der Schädel wäre nicht da. Wo ist es? Nicht, nirgends. Nirgends. Also ich versuche nicht flapsig zu sein, wenn ich nirgends sage. Es ist einfach nirgends. Es ist eine Kategorie für sich. Nein, das ist. Das ist. Naja, das ist nur eine Schätzung. Das ist ja was, man nicht wissen kann. Ich kann die Schlagzeilen sehen, aber... Ted, es wird keine Details geben. Was Sie mir über Joanne Hawkins gesagt haben, wird nicht gesagt werden. Ich habe Eltern da drüben, die die Details gar nicht wissen wollen. Er will wissen und ich will für mich das wissen. Nun, der wurde verbrannt. Das war eine Ausnahme. Eine merkwürdige Ausnahme, aber er wurde verbrannt. Wo haben Sie es verbrannt? Komm schon. Das sind Dinge, die ich von Ihnen nicht weiß. Ja, das ist wahrscheinlich die Lieblingsmethode, Sachen wegzuschaffen von denen, die loskommen. Es ist das bizarrste Ding, mit dem ich je in Verbindung war. Und ich habe schon wirklich bizarre Scheiße gehabt, die mit mir verbunden ist. Es ist verbrannt. Erzählen Sie mir, was ist passiert? Also, ich kenne die Adresse nicht von dem Ort. Ich wollte diese Dinge nie erzählen. Den Prozess würde ich nie erzählen. Denn von allen Dingen, die ich dieser Frau angetan habe, ist das, was sie mir wahrscheinlich am wenigsten vergeben hätte, arme Liz, im Kamin. Naja, ist eigentlich gar nicht so lustig. Im Kamin des Hauses. Haben sie es verbrannt? Ja, runter zur Asche und dann... Ja, das ist ein Twist. Ja, das ist ein Twist. Und es ist viel Arbeit und es ist sehr riskant unter den Umständen. Die Kinder kommen nach Hause und sehen ein Feuer im Kamin und es ist warm draußen. Haben Sie irgendwas im Kühlschrank aufbewahrt? Nein. Keine Körperteile im Gefrierfach? Nein, das war nicht. Nicht, dass ich irgendwie, was ich jemals, dieses Körperteil-Ding. Okay, davor haben Sie erwähnt. Sie haben die 8 davor erwähnt und Sie brauchen 3 mehr. Und ich erinnere mich nicht über die 3, die Sie sprechen. Können Sie mir da ein bisschen mit denen helfen? Okay. Okay. Das, liebe Freunde, war ein Gespräch aus der Hölle.
Nein, es war ein sensationelles Interview und geniale Arbeit von einem Ermittler, der es geschafft hat, Bundy Dinge zu entlocken, die andere Ermittler ihm nicht haben entlocken können davor. Und das verdient größte Wertschätzung. Dieser Mann, Robert D. Capel, der das Interview geführt hat, der hat auch Gary Ridgway, den Green River Killer, er hat zu den Ermittlungen beigetragen, die zu seinem Fassen geführt haben, zu seiner Verhaftung geführt haben. Und er hat das HITS, das Homicide Investigation Tracking System, nicht natürlich im Alleingang geschaffen, aber mitentwickelt. Das ist eine kriminologische Einrichtung, mit der Strafverfolgungsbehörden in Amerika arbeiten. Das ist eine bestimmte Einrichtung. Ich hab das nicht genau vorbereitet. Es ist schwer, das sozusagen, das jetzt kurz zusammenzufassen, aber auf jeden Fall also eine wichtige Beiträge geleistet, dass einfach solche Fälle mehr aufgeklärt werden und speziell in diesem Fall mit Ted Bundy im Gespräch hervorragende Arbeit geleistet. Genau. Jetzt werfe ich kurz einen Blick in den Chat, wie viel davon bei euch angekommen ist, wie es euch geht. Und dann machen wir auch sofort weiter mit ein paar Mythen, die es gibt und denen wir heute auf den Zahn fühlen, was Serienmörder angeht. Okay. Ja, Karin, ja, den VW-Käfer von ihm. Ich glaube, da habe ich ein Foto benutzt. Schauen wir mal. Oh nein, jetzt geht das Interview wieder los. Hier, dieser Beetle hier, das ist der in Ausstellung steht. Das Besondere an diesem Beetle ist, wie man da sieht, die Farbe ist, glaube ich, relativ original. Die Farbe ist halt, also da vorne sind Rostflecken, ne? Das ist kein Blut oder so. Aber das Krasse an diesem Beetle ist, die Farbe ist halt so schwer zu beschreiben. Wie will man das nennen? Eierfallen, grau, Eierschalenfarben, beige, grau. Manche haben sogar gesagt, ha, vielleicht ist das orange. Das hat auch dazu beigetragen, dass man diesen Typen einfach nicht dingfest machen konnte. Ich begrüße alle, die reingekommen sind. Hallo Minimalist. Sigrid, Jesus Christus. Ja. Also das war wirklich, wirklich schwere Kost. Lami, hallo. Wir sind jetzt. Bundy wurde gegrillt. Es gibt sogar ein Foto von ihm, das ich gefunden habe. Wie, sagen wir mal, ein Vorher-Nachher-Bild. Nicht so appetitlich. Nicht so appetitlich. Und schon gar nichts für YouTube. Ja, viele Leute hatten diesen VW. Okay, Freunde, ich sehe, wir verschwenden keine Zeit. Wir gehen zu den Mythen über. Lass mich kurz hier alle relevanten Dinge aufmachen, die aufgemacht gehören. Puh, ich hoffe, ich kriege diese Präsentation richtig hin. Heute gibt es so ein Zwischending. Es gibt heute Schaubilder, keine Tabellen. Let's go, Freunde, let's go. Also, wir befassen uns heute wieder mit Mythen, was Serienmörder angeht. Ein Mythos ist folgender. Mal sehen, ob ihr es aus dem Symbolbild erkennen könnt. Was ist das wohl für ein Mythos? Der Mythos 1, den wir heute behandeln, ist: Serienmörder sind unsoziale Einzelgänger. Der Gedanke an sich ist gar nicht so abwegig. Wer kann schließlich all diese furchtbaren Dinge tun und noch weiter unter Menschen leben? Aber dass furchtbare Menschen vielleicht gar nicht furchtbar aussehen, und sich außer der Taten vielleicht nicht immer furchtbar verhalten, sondern eher normal aussehen, das wissen wir ja bereits. Siehe Ted Bundy, siehe Ed Kemper. Und in der Tat gilt, die meisten Serienmörder sind halt eben keine zurückgezogen lebenden sozialen Außenseiter. Sie sind keine Monster und sie erscheinen nicht unbedingt seltsam. Viele Serienmörder verstecken sich unauffällig in ihren Gemeinschaften.
Serienmörder haben oft eine Familie, ein Zuhause, die haben eine Arbeit, scheinen normale Mitglieder des Dorfs, der Stadt zu sein, der Gemeinschaft, in der sie sich befinden. Und weil sie es schaffen, sich so mühelos zu integrieren und größtenteils zu funktionieren, werden sie halt von den Strafverfolgungsbehörden oder der Öffentlichkeit übersehen. Und hier drei Beispiele. Ein Beispiel ist also der Green River Killer, Gary Ridgway, den ich gerade erwähnt habe, an dem Robert D. Capel beteiligt war, an der Ermittlung und an dessen Verhaftung. Der gestand zum Beispiel die Ermordung von 48 Frauen über 20 Jahre um Seattle in Washington. Er war dreimal verheiratet, war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung verheiratet. Er war 32 Jahre lang als LKW-Lackierer tätig, ging in die Kirche, las zu Hause die Bibel, las bei der Arbeit die Bibel, sprach mit seinen Kollegen über Religion und war halt ein Serienmörder. Weiteres Beispiel, BTK-Mörder, sieht aus wie ein merkwürdiger Geschichtelehrer vielleicht, tötete 10 Opfer in und um Wichita, Kansas, über einen Zeitraum von 30 Jahren. Er korrespondierte mit den Medien und schickte Mitteilungen, verhöhnte darin Polizei und Öffentlichkeit. Der Mann war verheiratet, hatte zwei Kinder, war Pfadfinderführer, hatte in der US-Luftwaffe gedient, war sogar als Beamter der öffentlichen Regierung tätig und war, glaube ich, sowas wie Präsident in seiner Kirche da. Und dann gibt es noch Robert Yates, es gibt viele andere. Wie gesagt, Ed Kemper war mit Gesetzeshütern befreundet und hat mit denen geredet, weil es offenbar irgendwie angenehm war, mit ihm rumzuhängen, aber niemand hat den gutmütigen, scheinbar großen, gesprächigen, geselligen Ed verdächtigt, dass er irgendwas mit 10 Morden am Hut haben könnte. Also, erster Mythos. Den ersten Mythos können wir sehr gut folgendermaßen abschließen. This is my costume. I'm a homicidal maniac. They look just like everyone else. Mit den unsterblichen Worten von Wednesday Addams, also. Mit den unsterblichen Worten von Wednesday Addams. Serienmörder sehen halt aus wie alle anderen auch. This is my costume. I'm a homicidal maniac. They look just like everyone else. Wie ihr und ich, wie diese Menschen da, man kann's ihnen nicht ansehen. Alles, was man sagt, oh ja, man hat's gewusst, dieser Blick in den Augen, die kalten, leeren Augen. You don't know, we don't know. Das ist ein Mythos, den wir hiermit zerschlagen haben. Der zweite Mythos, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist folgender. Also, wir beschäftigen uns nicht mit Columbo. Es geht darum, Columbo sagt also in einer Folge, die ich neulich gesehen habe, sowas wie: Wissen Sie, die Verbrecher, ja, die haben eine steile Lernkurve. Die müssen beim ersten Mal schon so viel lernen. Ich mache das hier 100 Mal im Jahr. Worauf will also Lieutenant Columbo da hinaus? Er will darauf hinaus, dass wenn Straftäter also zum ersten Mal eine Straftat begehen, sind sie unerfahren, insofern als dass sie diese Straftat davor nie begangen haben. Oder in diesem Fall von Serienmördern, es gibt ja immer einen Anfang der Serie. Und das bedeutet, sie gewinnen mit jeder neuen Straftat an Erfahrung und Selbstvertrauen, bis sie schließlich vielleicht weniger Fehler machen und weniger Probleme haben. Und wie gesagt, speziell bei Serienmördern, also natürlich will man sich nicht vorstellen, wie das ist, aber rein, um sozusagen sich aus der Ermittlerperspektive da rein zu begeben, die müssen ihre Opfer erst auswählen. Dann müssen sie sie anvisieren. Dann müssen sie sich ihnen annähern. Dann müssen sie es schaffen, sie zu kontrollieren, um ihre Fantasien zu erfüllen. Und dann müssen sie sich ihrer entledigen danach. Und die Logistik bei der Ausführung von so einer Tat und die Beseitigung der Überreste, der Spuren, der Leiche, was am Tatort übrig ist, die kann sehr, sehr schwer sein. Wie zum Beispiel wir es in Breaking Bad gesehen haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das ist in einer der ersten Folgen, was passiert ist, dass Jesse Pinkman und Walter White, es geschieht so, dass sie sich in einer Position sehen, wo sie jemanden töten müssen, sonst sind sie in Gefahr. Und sie müssen dann halt das, was übrig bleibt, loswerden. Und hier sehen wir ein paar
ein paar Bilder davon, wie das schiefgegangen ist. Ich mache das auch gleich wieder weg. Das ist bestimmt auch nicht für jedermann so eine grafische Darstellung. Und es ist also, Sie müssen Spuren vermeiden, man muss falsche Spuren legen, man darf auf keinen Fall mit Tatort und Tatzeitpunkt in Verbindung gebracht werden. Also im Prinzip alles, was Lieutenant Columbo sagt, ja. Das bedeutet also dann, wenn Serienmörder weiterhin ihre Taten begehen, ohne gefasst zu werden, dann könnten sie auf einmal in ihrem Gefühl bestärkt werden, niemals entdeckt zu werden, ja. Wenn sie dann die Serie fortsetzen und sie kriegen diesen Machtkick, und dann beginnen sie vielleicht so ein bisschen schluderig zu werden. Das ist so ein bisschen Ted Bundy auch passiert am Ende, wo er dann so Spree-Killings gemacht hat, wo er dann auch in Florida für erwischt worden ist. Wo er dann nicht mehr so umsichtig war, nicht mehr entlegene Orte gesucht hat, sondern sich in ein Schwesternschaftshaus reinbegeben hat. Sie gehen vielleicht mehr Risiken ein. Und das kann irgendwann später zur Identifizierung folgen. Es ist also nicht so, dass Serienmörder gefasst werden wollen, sondern sie haben das Gefühl, dass sie nicht gefasst werden können. Es ist also andersrum. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Stay with me here, wie ein bisschen wie bei Autofahrern. Je länger sie fahren, desto wahrscheinlicher haben sie einen Unfall. Sie werden zwar besser mit Erfahrung, aber fahren vielleicht weniger achtsam. Sie verbringen mehr Zeit auf der Straße und das erhöht allein schon statistisch das Risiko, einen Autounfall zu verursachen. Wer nicht fährt, fährt auch niemanden rein. Und das war die kleine Sektion, in der wir zwei Mythen zerlegt haben. Entschuldige, Stolli 48, was ist Leistungskontrolle? Ich schaue ein bisschen, was ihr im Chat so treibt, in der Zeit, wo ich mir hier den Mund fusselig gesprochen habe. Aha. Na denn, ich sehe schon, ihr habt euren Spaß. Das freut mich sehr. Was wir jetzt machen ist, wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich richte da den zweiten Teil des Interviews zu Ed Kemper ein. Und dann legen wir nach einer 10-minütigen kleinen Pause los und übersetzen Ed Kemper. Kein Ted Bundy mehr heute, ich verspreche es. Ich werde auch den Namen nicht mehr erwähnen, hoffe ich. Also, alles auf die 17. So, jetzt mache ich uns das Bild des Tages rein. Also, das Bild des Tages sage ich schon, das ist das Thumbnail. Ich mache uns das Thumbnail rein. There we go. Und bis gleich, ihr Lieben. Ich freue mich. 10 Minuten Pause.
Ich habe keinen Ton. Tja, ich habe gerade die beste Einführung aller Zeiten gesagt und ihr habt sie nicht gehört. Nein, kleiner Scherz. Willkommen beim zweiten Teil. Wir verbringen den zweiten Teil damit, nachdem wir den ersten Teil mit Donald Trump, Ted Bundy und zwei Mythen verbracht haben, den zweiten Teil des Interviews von Ed Kemper zu übersetzen. Ein Interview, das ich nochmal als Ganzes in einem Stück als Video rausbringen werde, damit alle, die es suchen, es als ein Video finden und nicht zwischen zwei verschiedenen Streams hin und her schalten müssen. Vielen Dank für eure Hinweise, dass ich keinen Ton habe. Wenn ihr bereit seid, hallo Badi übrigens, hallo alle, dann machen wir das jetzt einfach. Und danach gibt es natürlich ein wunderbares Outro. Wie immer. So. In medias res, let's face. Nämlich hier. Es geht um Ed Kemper. Und bevor wir das machen, muss ich kurz was klauen. Ich muss kurz diese Quelle hier klauen. Hep. So, wo sind wir wieder? Ah ja, es geht also los mit Ed Kemper und wir schalten jetzt ins Interview. Mein Leben zu leben ist anders als Zeit im Gefängnis zu verbringen, weil dann es gibt die Fähigkeit, mich in dieses Bild zu arbeiten. Positive Dinge, Dinge zurückzugeben. Wie im Blind Project zusammenzuarbeiten, wo wir Bücher vorlesen für Blinde und manchmal auch für das Ausland. Ich habe in diesem Programm mitgemacht, die letzten 14 Jahre lang. Ich habe sehr, sehr wenig gemacht am Anfang mit den Büchern. Dann habe ich für Blind Sports gearbeitet. Dann habe ich Verwaltungssachen gemacht, an dem Newsletter gearbeitet, verschiedene Jobs. Hab dann Leuten beigebracht, wie man das allen liest. Und dann war ich der Koordinator, also das heißt die Person, die sich kümmert, die die Verantwortung hat, dass alles funktioniert. Und als ich zuerst diese Aktivität begonnen habe, haben die gesagt, es gibt Dinge, die ich nie tun kann. Eine Frage. Haben Sie ein Trophy Case gesehen, als Sie reingekommen sind? Ja. Also da sind Trophäen drin, ja? Schauen Sie sich das an in die Vitrine. Es gibt einige Trophäen und einige davon haben meinen Namen. Und der Grund ist, es gibt eine 40-Inch-Trophäe. Die sieht sehr, das ist der Freiwillige des Jahres Award, ja. Und es hat eine kleine Rede vorne. Dieser Award wird der Person gegeben, die am meisten verkörpert, wofür sie stehen. Also die Hilfe für behinderte Menschen oder die nicht sehen können. Und das ist sehr. Also gut, die gibt es jetzt 31 Jahre. Ich war in der Gruppe 14 von diesen Jahren. Und in den ersten paar Jahren, normalerweise ist es für das Blind Project gewesen, diese Trophäenvitrine. Ich hatte keine Trophäe in meinem Leben nicht. Ich hatte keine Plakette, kein gar nichts, keine Schleife. Ich habe es auch nie probiert. Naja gut, aber Sie hatten Junior Chamber of Commerce, oder? Okay, ja. Ich habe es vergessen. Sie nennen das aber nicht so. Sie mussten den Namen loswerden, weil die Chamber of Commerce damit ein Problem hatte. JCs. United States JCs. Ich war der jüngste JC in Amerika, weil ich 19 war, als ich dann 20 geworden bin. War ich dann an Bord der of Directors da? Okay, ja. Aber keine Trophäen, keine Plakette, nichts. Ich habe ein paar Zertifikate, ja. Aber das war ja in der Institution. Ich habe ein besseres Selbstbild entwickeln können und ein Bild von denen um mich rum. Und ich habe angefangen, Dinge zu tun. Und ich habe mich gut gefühlt damit. Und das ging weiter. Ich war bei den JCs auf der Straße da. Aber als. Was diese Experten nicht bemerken in dem Bild, ich habe es nirgendwo gesehen, niedergeschrieben zumindest, dass als ich 14 alt war, bin ich von meiner Mutter weggerannt. Die erwähnen das nicht. Aber wenn Sie sich das Bild ansehen, warum ich weggerannt bin, ich wollte mit meinem Vater sein.
Das ist ja. Ich wollte ja eigentlich von meiner Mutter weg, weil ich fantasiert habe von Mord den ganzen Tag. Ich konnte es nicht loswerden. Sie und ich konnte nicht mit ihr kämpfen, weil ich sehr eingeschüchtert war. Sie ist 6 Fuß groß, sie ist 100 Kilogramm schwer, sie ist nicht fett, sondern sie ist einfach richtig groß. Sie hat eine große verbale Fähigkeit. Ich habe sie gesehen, wie sie Männer auseinandernimmt in emotionalen Contests. Und als sie zu dem Punkt kommen, als sie auffeigen wollten, oh, du willst also Frauen angreifen, ja? Sie hat dann, ich habe gesehen, wie die im Raum rumtanzen und Türen einschlagen und dann aber sich verdrücken. Und sie konnte Leute kontrollieren auf diese Art. Und ich sehe mir das an von der Seite, ja? Und bewundere sie auf der einen Seite und habe Angst auf der anderen. Sie hat das mit meinem Vater gemacht, wenn sie vor der Scheidung gekämpft haben. Ich sage nicht, was das mit ihr passiert ist oder mit dem Mädchen passiert ist, ihre Schuld ist. Ich sage nur, es gab viel psychologische Beteiligung. Einmal bin ich rum und habe geheult und sie hat mich gehauen. Und so eine kleine Schnalle flog dann davon. Und das Ding bricht von meinem Mund ab, weil... Halt die Klappe, die Leute denken, dass ich dich schlage. Und ich schaue sie an. Was? Wie bitte? Ich soll nicht weinen, was ja natürlich ist. Klar war ich fies unten und dann hat sie aber mir das Licht rausgeprügelt unten, ja? Ich würde denken, es war ein besserer Teil meines Charakters, das widerstanden hat ihrem Bild von mir. Ich wurde ja zusammengeschlagen, weil ich kein gutes Kind war. Wie nennt man das wohl? Ich war resistent, was das angeht. Aber natürlich ist das keine stolze Art oder irgendwie männlich, sondern ich war verschlagen. Wenn sie mir kein Taschengeld gibt, habe ich Geld genommen. Ich nehme nur ein bisschen, ich habe immer nur ein bisschen genommen. 50 Cent da, Viertel Cent da. Sie kommt betrunken rein. Sie weiß nicht, wie viel Geld sie hat. Also, und um sich darum zu rächen, hat sie angefangen, ihr Geld zu zählen. Das ist wie, als hätten wir ein Spiel gespielt, jahrelang, als ich 13 war. Durfte ich endlich meinen Vater in L.A. besuchen, wo ich geboren bin, ja? Ich bin in Montana, wo sie geboren ist. Ich mag Montana nicht. Es ist kalt im Winter, heiß im Sommer. Die Leute sind zwar nett, aber nicht meine Leute. Und das ist, was ich sage. Ich habe diese Sachen damals nicht gesagt, aber ich wusste nicht, wie man sie damals ausdrückt. Also, endlich kann ich meinen Papa sehen. Unten in L.A., ja? Ein Monat lang. Ich habe nie mehr ihre Handtasche angefasst. Und das hat ihr Angst gemacht. Sie hat ein Problem damit. Weil sie hat mich halb bewusstlos geschlagen mit diesem Gürtel. Und hat Terrortaktiken verwendet. Ist dein Essen... Und dann schlage ich dich zusammen. Also musste ich eine halbe Stunde dran denken. Oder sie hat so psychologische Taktiken verwendet mit mir. Sie hat gesagt, ich bringe dich ins Waisenhaus, enterbe dich und nichts hat funktioniert. Also, ich sehe meinen Vater 30 Tage und mein Stiefbruder und ich sagen, hey Papa, wir gehen essen. Können wir irgendwo hingehen? Klar, er hat uns ein paar Dollar gegeben. Und wir gehen zu irgendeinem Diner da unten in der Straße. Er hat uns wie kleine Männer behandelt, wie er gerne behandelt worden wäre. Er kam aus einem matriarchalen Haushalt. Offenbar geht das so in Familien, ne? Matriarchaler Haushalt, der Sohn geht raus und findet das Mutterbild in seiner Frau. Aber jetzt macht es viel mehr Sinn für mich. Damals wusste ich das nicht. Es gibt eine dominante Großmutter auf väterlicher und mütterlicherseits. Und die sind reinkarniert in meiner Mutter und ihrer Schwester. Zwei sehr dominante, sehr aggressive, sehr erfolgreiche Frauen. Okay? Und diese zwei Frauen haben furchtbaren Konflikt miteinander, haben einen Wettbewerb untereinander. Und diese haben sich nicht gut verstanden untereinander. Und ich bin in der Mitte dieses Dreiecks und versuche, meinen Weg zu finden. Und ich bin mit meinem Vater also. Und er hat seine eigene Kindheit reflektiert. Ich wünschte, ich wäre so behandelt worden, hat mein Vater gesagt. Und wir haben das gespürt. Wir haben Geld ausgegeben, wir haben in der Nachbarschaft Dinge gemacht, kleine Jobs erledigt, ein paar Dollar verdient und hatten ein bisschen Spaß. Haben irgendwie Gärten gewässert, Blumen gewässert, solche Sachen gemacht.
Und wir haben das gemacht, für ihn gemacht, weil er nett und großzügig zu uns war. 30 Tage davon haben ganz neue Gefühle in mir aufgemacht, die ich davor nicht kannte. Und ich wünschte, ich hätte mehr Erfahrung mit meinem Vater gehabt, als ich aufgewachsen bin. Damit ich mich orientieren kann, groß zu sein zwischen Leuten, die nicht groß sind. Ich nenne es artifizielle Paranoia. Warum in einen Raum laufen, weil ich der größte Typ bin im Raum? Ironischerweise guckt ja mich der kleine Typ an und hat Neid auf mich, aber der kleine Typ realisiert nicht, dass ich diese Aufmerksamkeit gar nicht will. Ich will ja einfach nur reinpassen. Ich will einfach nur verschwinden in dem Raum. Also ich sehe zwei Arten von großen Männern oder Frauen. Es gibt zwei Persönlichkeiten, die passiv sind, wegen all dem, was auf sie projiziert wird, oder die sehr aggressiv sind, die das benutzen und das für Zwecke benutzen. Ja? Der wie der kleine Mann, der große Präsident wird, der Champion wird und hat niemals die vierte Klasse besucht, aber ja. Ja, weil er sehr aggressiv ist, weil er all diese Aufmerksamkeit sich holen muss. Und er muss sich ins Rampenlicht stellen. Ich kriege es natürlicherweise, also mögen Leute mich nicht. Und kleine Typen haben mich die ganze Zeit geärgert. Haben sie sich als Außenseiter gefühlt? Die ganze Zeit. Ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt, weil ich nie reingepasst habe. Ich bin viel umgezogen, das war eine Sache. War in verschiedenen Schulen, als ich in Los Angeles war, von 5 bis 7. Als ich Kindergarten, 1. Klasse, 2. Klasse. Ich hatte Ärger in den öffentlichen Schulen. Also ich gucke da mit Liebe drauf zurück, weil ich normal war und mich widersetzt habe zu dem Zeitpunkt. Ich sage nicht, dass ich Leute gekidnappt habe in Klassenzimmern. Nein, sowas haben wir nicht gemacht. Aber ich habe spät, ich habe Ärger gemacht, ich habe schlechte Noten bekommen. Und meine Eltern wurden eingerufen, aber wissen Sie was? Das ist viel besser als ein paar Jahre später, wo ich sehr merkwürdig bin, sehr ruhig bin. Niemand hört von mir, ich bin in der Schule, ich gehe nach Hause. Und sehr viele wenig Leute haben mich gekannt, weil ich in diesem Keller bin und weil ich mich zurückziehe in mich selber. Und die Dinge werden sehr morbid, was die Orientierung angeht, da. Auf einmal faszinieren mich Dinge, die mit Tod zu tun haben, mit Böse und mit Zerstörung. Ich war kein Satansanbeter oder so. Ich hatte Angst vor solchen satanischen Kräften zum Beispiel, die wir alle nicht verstehen. Und als kleines Kind hatte ich eine ganz komische Orientierung. Das war nicht rational. Was waren Ihre Fantasien, Ihre morbiden Fantasien zu dem Zeitpunkt? Also als ich 8 oder 9 war, als Sie die ganze Zeit über Tod nachgedacht haben, was ich fantasiert habe, ich hatte riesige Frustration in mir, große Mengen an Frustration und Hass, weil ich kein Ventil hatte dafür. Ich hätte Ventile mir schaffen müssen, aber ich wusste nicht, wie ich das mache, wie ich das rauslasse. Also hat sich das von selbst entwickelt, ohne dass ich es wusste. Fantasien über, wie ich der Letzte, ich habe das aus dem Schulbuch, wie ich die letzte Person bin, die auf der Erde noch lebt. Und in diesem Textbuch, aus diesem Textbuch habe ich das, aus diesem Schulbuch von Sozialkunde. Und es ging um die Einsamkeit, die junge Leute fühlen können und dass es sehr unangenehm ist, das zu fühlen. Und dass man keine Liebe haben kann, keine Abenteuer haben kann und keine Aufregung haben kann, ohne dass man sie teilen kann mit anderen Leuten, weil viele Dimensionen kommen daraus. Und was wenn sie die letzte Person auf der Erde wären und sie die ganzen Schiffe und Boote und Sachen hätten, aber sie mit niemandem teilen könnten? Wäre das nicht furchtbar? Und ich dachte, hey, das ist ein guter Gedanke. Ich habe niemals drüber nachgedacht davor. Also war das wie so ein kleiner Samen, der gesät worden ist. Alle sind weg und ich darf alles tun, was ich will. Keine Regeln. Ich kann tun, was ich will. Und ich habe das aufgebaut, dass Leute zum Beispiel um mich rum sind, aber mir nicht wehtun konnten. Und dann ging es weiter und weiter und weiter, bis ich schließlich, als ich dann in die Pubertät gekommen bin und mich selbst anfange zu spüren. Und ich hatte bereits
Kontakt mit einer Freundin, also nicht sexuell, aber emotional Kontakt. Und sie war ein bisschen mir voraus. Wir waren gleich alt, aber sie war ziemlich aggressiv und sehr, sehr hübsches, junges Mädchen. Aber ich war nicht bereit für so eine Beziehung. Ich hatte Angst davor. Und sie wollte physisch werden und sie wollte küssen und kuscheln und imitieren, was sie in älteren Kindern gesehen hat. Und ich war erschrocken davon, weil ich diese Gefühle nicht verstanden habe. Oh, ihre Schwester hat sie auch mal wegen einer Lehrerin aufgezogen und sie haben gesagt, wenn ich sie küssen wollte, dann müsste ich sie zuerst töten. Ja, das war wegen eines Mädchens. Ja, das war, Sie können sich vorstellen, wie das von sich geht. Geheimnisse, die Geschwister mit sich teilen. Das war aus dieser Periode, ja. Wo Leute immer noch da waren, aber nicht animiert waren. Also nicht antworten konnten zu dem, was ich gefühlt habe oder geteilt habe, weil das, was ich geteilt habe, wirklich auch peinlich war und erniedrigend. Und das reflektiert, wie eine Person über sich selbst fühlt. Aber es ist nicht schwer, darum rumzukommen, weil ich weiß ja die toten Leute, die ich hinter mir gelassen habe, weil ich selbstsüchtig war, weil ich mir keine Hilfe geholt habe. Wegen meiner Fantasien, weil ich nicht mich mit mir selber gekämpft habe. Und einige Leute begehen ja Selbstmord und verstehen nicht, wieso. Und das wäre ein Ausweg gewesen für mich. Schulpsychologen, Eltern haben gesagt, oh, es war schwierig und er konnte sich nicht anpassen. Und ich würde nicht sagen, dass wahrscheinlich es gut ist, wenn Kinder sich anpassen. Ich will nicht sagen, dass es gut ist, dass Leute getan haben, wenn sie sich selber Leid zufügen. Aber manchmal ist das vielleicht sogar besser, als wenn sie jemand anderen was antun. Wenn sie sich sozial furchtbar verhalten oder gewalttätig. Und sie es aber in sich halten und das nicht rauslassen und dann bringen sie sich selber um. Und ich habe mit diesem Gedanken gespielt. Einer meiner Lieblingstricks davor war, mich vor Autos hinzulegen im Verkehr. Ich gehe also auf dem Trottoir mit einem Freund auf dem Bürgersteig und wir albern rum. Hey, guck dir mal an, ich lege mich auf die Straße. Wie eine Leiche, als wäre ich überfahren worden. Und ein Auto kommt. Und natürlich erwarte ich, dass der Typ nicht betrunken ist. Dass er, oh, ein Kind liegt vor mir, ich fahre mal schneller. Nein, die halten natürlich an. Die kommen raus und sind natürlich aufgebracht, wenn ich dann aufstehe und weggehe. Aber das ist ein Spiel, das wir gespielt haben. Er hat sich aber nicht hingelegt vor Autos, ich habe das gemacht. Ich lache jetzt, weil es peinlich ist für mich. Aber es hat mir gezeigt, dass ich sehr wenig von mir gehalten habe. Es hat gezeigt, dass ein Teil von mir lieber hätte, wenn ich überfahren würde, als wenn ich weitermachen würde mit dem, was ich vorhabe in meinem Leben. Wenn ich mich jetzt ansehe und wie ich mich innen entwickelt habe, nichts Gutes hätte entstehen können. Und sie hatten für John Wayne viel Verehrung übrig. Ja, da sah sehr, sehr aus wie mein Vater. Und hat sehr gehandelt wie mein Vater. War groß, laut. John Wayne war 2 Meter hoch. Hatte sehr kleine Füße. Mein Vater war 2 Meter groß, hatte auch kleine Füße. Und wissen Sie, wie Comedians, wenn sie John Wayne imitieren, wie die gehen, wenn die dann so mit den wackelnden Hüften, die machen das immer, ne? Wissen Sie warum? Er hat nicht extra so, ist nicht extra so gegangen. Ich habe herausgefunden, dass große Männer mit kleinen Füßen Schwierigkeiten haben, die Balance zu halten. Und sie müssen balancieren auf diese Art. Ich war im Chinese Theater, nachdem es neu benannt worden ist, und habe mir die verschiedenen Fußstapfen angesehen. Und ich wachse auf als Kind. Ich war nicht sehr groß. Und ich sehe Leute, die sehr viel kleiner sind als ich. In meinem Kopf war alles balanciert, aber als ich Bilder von anderen Kindern und mir gesehen habe und anderen Menschen gesehen habe, hat mich immer schockiert, dass ich so groß war, weil ich das nie so gesehen habe. Aber da schaue ich all diese Filme und TV-Programme und sehe die Menschen, die ja größer, die sehe, als ob sie größer sind als mich, weil ich ja jugendlich bin. Und dann gehe ich zu diesem physischen Ausstellungsort, wo es ihre Schuhgröße zeigt. Und ich gehe auf John Waynes Stiefelabdruck und mein Schuh
überdeckt es ganz. Der Fußstapfen verschwindet. Als ich 14 war, hatte ich größere Füße als er. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich größere Füße als mein Vater. Ich war 1,92 groß, er war 2 Meter groß. Er hat als Elektriker gearbeitet. Ich gehe zur Junior High School. Wir gehen zu Kenny's. Wir kriegen dieselben schwarzen Oxfords. Ich trage 47,5. Entschuldigung. Ich trage eine 45er, er trägt eine 45er. Und in die Schule kommt und in die Arbeit gehend, rennt er im Haus rum, schaut sich nach seinen Schuhen um. Er nimmt meine. Ich renne rum und nehme seine. Und immer gehe ich so mit diesen zusammengekniffenen Schüchen und kriege Blasen. Und er hat zu große Schuhe und schlittert in seinen Schuhen rum. Ach, verdammt, ich habe die Schuhe meines Kindes wieder. Ja? Dein Kind, du hast seine Schuhe an und du rutschst drin rum und er fand das großartig. Es war sehr, sehr lustig. Und ich war stolz darauf, weil ich folge mal in die Fußstapfen meines Vaters sozusagen. Als ich 14 war, habe ich sein altes Armee-Jacket angezogen, Jacke. Und wenn ich meine Schultern nach vorne gerichtet hätte, hätte ich es zerrissen hinten, weil ich breitere Schultern als er hatte. Mein Kopf ist größer als seine. Ich habe einen riesigen Kopf. Ich habe einen XXXL-Helm. Das ist sehr, sehr groß. Schwierig, solche Helme zu finden, ja. Was seltsam ist, ist das. Der Serienmörder Herb Mullen ist aufgewachsen und hat John Wayne gehasst. Oh, da habe ich kein Problem. Ich war neben ihm monatelang in der Zelle neben ihm. Vielleicht nach zwei Jahren. Und ich habe ihm einen Job in der Küche besorgt. Und ein Sergeant hat mir gesagt, ich soll mit ihm reden, weil er so ein paar Leute verschreckt hat und der Sergeant Angst hatte, dass er Probleme verursacht. Also habe ich ihm Arbeit besorgt. Und er geht zur Mainline und ich sitze immer noch in der Halle. Was ist wohl passiert? Ich habe Herbie gekannt, ja. Ich nenne ihn nicht Herbert Mullen. Natürlich nenne ich mich nicht Edmund Kemper III. Ich habe diesen Namen nicht gehört, bis ich nicht eingesperrt worden bin. Aber der kleine Herbie, ja, als ich ihn in Redwoods getroffen habe, im Gefängnis. Unser erstes Treffen war, ich habe ihn aus seiner Zelle befördert, wo sie ihn die ganze Zeit physisch beobachten konnten und seinen Monitor beobachten konnten. Er kam dann zu mir. Es gab eine Dusche. Er musste niemals aus der Zelle raus. Um aus der anderen Zelle zu duschen, musste er in den Haupteingang. Sie mussten jeden einsperren. Ich glaube, sie nennen sie Tanks. Sie mussten 15 Typen verlegen, damit er in den Tank gehen kann und duschen kann und wieder rauskommen kann, um wieder zurück. Und sie nennen ihn, sie beschimpfen ihn, weil er natürlich ihren Tag so unterbrochen hat. Also kam er in eine Nicht-Duschen-Zelle und ich kam in die Zelle mit der Dusche, ja. Also er war nicht sehr, sehr freundlich am Anfang, will ich sagen. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, Mr. Mullen, haben Sie Seife? Es gibt keine Seife hier drüben. Er hat die ganze Seife mitgenommen. Er hat sie nicht gebraucht, aber er hat sie mitgenommen. Er hat gesagt, ja, nun kann ich vielleicht ein bisschen was benutzen? Er so, nee. Und ich so, ah ja, ich habe hier so einen kleinen Scheißer vor mir. Und wissen Sie, er ist so ein kleiner Schwächling und er hasst große Typen, weil er immer sich eingeschüchtert fühlt. Und so hat es begonnen zwischen uns. Also habe ich nachgedacht und habe so gedacht, okay. Und ich habe über die Therapie und Gruppentherapie nachgedacht in Pescadero und Youth Authority und habe gesagt, okay, das kriegen wir hin. Also habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss ja nett sein zu ihm. Also habe ich rausgefunden, was er mag. Er mag Peanuts. Er mag kleine Tüten von Peanuts, ja. Also habe ich 20, 30 Säckchen gekauft, ja. Und ich habe ihm ein paar angeboten. Und wir waren 24 Stunden am Tag vor der Kamera, ja. Und ich habe gesagt, Herbie, willst du Erdnüsse? Und er hat gesagt, ja. Ich habe ihn getroffen. Ich habe von ihr so, ja. Das ist so ein Kindheitsding, kommt hoch in dem, wissen Sie? Hier, bitte. Und er war fasziniert. Wow, er gibt mir einfach Peanuts und ich habe nichts gemacht für ihn? Ich kenne ihn nicht. Ich bin ja auch nicht nett zu ihm, warum gibt er mir Peanuts? Also versuche ich ihm die Peanuts zu geben, da in den Gitterstäben, und ich sehe diese kleine Hand, wie sie rauskommt. Und ich dachte, es ist wie so eine kleine Affenklaue. So unschuldig. Und diese kleine Hand kommt raus und will sich die Peanuts holen, und dann zögert er. Und dann zieht er sie wieder zurück. Und ich habe gedacht,
Oh nein, er denkt, ich will seine Hand nehmen und seinen Arm ausreißen oder so, weil ich so ein großer Typ bin. Also ohne was zu sagen, habe ich sie einfach auf sie Stangen gelegt und meine Hand weggemacht. Und dann hatte sie genommen und sie gegessen. Und habe ich gesagt, hey Herbie, hast du die ganzen Peanuts gegessen? Nein, ich habe noch welche. Hey, ich habe viele mehr. Du kannst sie essen, du kannst sie haben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ihm einfach Säckchen von Peanuts gegeben. Und er hatte diese furchtbare Angewohnheit. Wir schauen uns die Tanks an aus unseren Zellen und ich kann ihn nicht sehen, er kann mich nicht sehen. Ich weiß nicht, wo er ist, in diesen Stangen. Die sind ein paar Meter breit und ein paar Meter hoch. Ich sehe aber nicht, wo er ist. Er sitzt da Stunden, ja, und schreibt an seinem kleinen Schreibtisch. Und die anderen Typen haben ihn ignoriert. Also sie gucken Saturday Night Special, Rockmusik spielt und so, und denen gefällt das total. Und er hat eine große Rede gehalten, wie schlecht Fernsehen ist, warum er es nicht gucken sollte. Die ganzen Dinge, die es dir antut. Und die sind richtig angepisst. Die versuchen, Dinge zu werfen, sind wütend, weil er das eine Ding zerstört, das sie mögen. Und ihm gefällt das. Er hat diese 2-Stunden-Rede geschrieben, den ganzen Tag. Und genauso lange dauert diese Show. Er konnte gar nicht singen. Und er singt diese furchtbaren Lieder die ganze Zeit. Einmal bin ich nach Redwood zurück. Und er sagt, und ein Polizist sagt, aus dem Weg, Camper. Und er hat einfach sein Pfefferspray genommen und wollte ihn mazen, weil er nicht die Klappe halten wollte in diesem Auto. Aber er hat ihn einfach ignoriert. Er hatte wirklich die Fähigkeit, Leute anzupissen. Er hat diese furchtbaren Dinge gemacht, also diese Liedchen singen und diese Reden gehalten. Und ich habe ihn gefragt, warum machst du das? Und er hat gesagt, oh, ich darf machen, was ich will. Und ich habe gesagt, na gut. Also, wirklich basal habe ich einfach nur sein Verhalten geändert, ja. Ich habe in Tascadero ein paar von gearbeitet in der Psych Ward, im Psych-Bereich. Und habe ein kleines Experiment einfach gemacht. Ich kannte mich so ein bisschen aus und habe sein Verhalten modifiziert. Wenn er gut ist, belohnen. Wenn er schlecht ist, bestrafen. Und man muss sehr akkurat sein. Schnell bestrafen, wenn sie böse sind. Schnell belohnen, wenn sie gut sind. Offenbar attackiert einen das auf eine unterbewusste Art. Und man hat nicht viele, viele, viele Möglichkeiten, dem entgegenzustehen. Das ist ein sehr, sehr elaboriertes Experiment, wo das versucht worden ist, was ich beobachtet habe. Also, wenn er böse war, habe ich Wasser genommen und habe ihn mit Wasser beworfen. Und das ist erniedrigend und sein Papier wird nass. Ja. Also hatten wir so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn er gut war, habe ich ihm Peanuts gegeben. Und wenn er böse war, habe ich versucht, ihn einzugasen, also mit Wasser. Ne? Also ich habe ihn natürlich verfehlt, weil ich ihn nicht direkt sehen konnte. An einem Tag habe ich gewartet, bis er schläft, oder ich wusste, dass er schläft. Und ich habe einen der Wärter gerufen vom Tank. Und ich habe so gemacht. Und dann so. Und er sagt, Und ich rufe ihn zu den Stangen und sage, hey, ich will hier was rausarbeiten, dass ich Herbie mit diesem Wasser erwischen kann und er das aber nicht sieht, wie ich das mache. Und ich habe mir was ausgedacht. Und wie willst du das machen? Setz ein kleines Gitter auf und ein bisschen Plastik, was er nicht merkt. Zähl, wie viele Stangen es sind, an der Wand und auf ihrer Seite. Und dann setz eine Grenze auf. Und wenn ich signalisieren kann mit Hand dann, kommen Sie einfach rüber, gehen Sie einfach durch und stellen Sie sich nur kurz dahin, wo er ist, dass ich es weiß. Und wenn er weit hinten ist, gehen Sie genauso weit hinten weg und positionieren Sie sich da, dass ich weiß, wo er ist, um quasi zu zielen. Und vielleicht hatte ich so, und ich habe so Wasser bei mir. Und ich habe ihn jedes Mal getroffen mit dieser Taktik. Und er konnte sich nicht vorstellen, wie ich auf einmal so akkurat war. Und ich habe ihn die ganze Zeit mit diesem Wasser getroffen. Und es ist natürlich, jeder lacht ihn aus natürlich. Und es ist peinlich. Und ich habe ihn darum gebeten, können wir das tun, können wir das tun? Und wenn er was macht mit mir, wenn er gut ist, kriegt er Peanuts. Wenn er schlecht ist, kriegt er Wasser. Und das habe ich so 2, 3 Wochen gemacht. Und dann auf einmal hat er sich gut verhalten und hat gesagt, hey, ich würde gerne singen. Und die Jungs so im Hintergrund, wir wollen das nicht hören. Hey, tut mir leid, wir gucken die Show. Und dann sagte er, naja, gut.
Na komm, Herbie, sing doch was. Und dann hat er 30, 40 Sekunden gesungen und dann war er gelangweilt, weil der Spaß weg war. Aber der Punkt ist ja, dass ich sein Verhalten kontrollieren konnte. Und die Cops gucken sich das an, in der Kamera. Die sind an den Monitoren und gucken sich jeden Move an, den ich mache. Und die sind fasziniert. Die gucken sich dieses Ding an, wie das zwischen uns hin und her geht. Die mischen sich nicht ein. Die gucken sich das nur an, was ich da mache. Und nach einer Weile habe ich gesagt, Herbie kooperiert. Er macht keinen Unsinn mehr. Weil wir haben so gesprochen, gibt es so ein paar Spannungen zwischen uns. Ich zeige Ihnen ein paar Einsichten, warum Leute ihn nicht mögen, was sein Verhalten auslöst, und er hat realisiert, zu diesem Zeitpunkt, dass er reagiert zu dem, wie Leute auf ihn reagieren, und das ist selbsterzeugend, eine Schleife. Und er kommt nicht raus. Und ich habe ihm gesagt, fokussiere dich doch auf den Positiven statt dem Negativen, und dann geht das weg. Ich glaube nicht, dass es jemand mit ihm gemacht hat, weil er sehr gut reagiert hat darauf. Und als wir dann in einer Halle waren, auf einmal auf einem Flur, wir sollten da gar nicht sein zusammen. Ich war der einzige Typ, mit dem er reden konnte. Er hatte viel Schmerz, Hass in sich, Leiden in sich. Und er konnte das nicht mit den Leuten machen um sich rum, da konnte das nicht auslassen, sondern hat es an Leuten ausgelassen, die er nicht kennt. Wegen der Struktur seines Lebens. Und wie ich das rausgefunden habe, ist, weil ich kleine Kommentare oder Fragen gemacht habe an ihn, als wir da so gesessen sind, an der Wand gelehnt und miteinander gesprochen haben, ja. Und ich habe gesagt, wie hast du dich gefühlt? Ja? Dieses Saturday Night Special 22. Hast du jemals Target Shooting gemacht damit? Nein, nicht viel. Probier das doch mal. Du hast es aufgeladen und hast Flaschen aufgesetzt, Dosen aufgesetzt. Und hast versucht zu schießen. Und er schaut mich an und sagt, woher weißt du das? Weil das ist, was ich gemacht habe. Weil das Menschen waren. Das waren keine Flaschen, keine Dosen. Und er war fasziniert, wie ich seine Gedanken lesen konnte. Ich habe einfach nur jemanden gesehen, der mir ähnelt, der etwas gemacht hat, was ähnlich ist, was ich gemacht habe als Kind. Er war in der Psychiatrie. Er war durch diesen ganzen Prozess, wo diese ganzen Doktoren ihm gesagt haben, was falsch ist mit ihm. Und sie haben Sachen behandelt mit dem, was falsch ist mit ihm angeblich. Und diese Behandlungen haben nichts mit ihm gemacht, weil er nie gesagt hat, was wirklich los ist mit ihm. Weil sie ihn irgendwo ausschließen würden. Er war ganz separiert von der menschlichen, von den Menschen. Und es gab wenig. Und weil die Teil, aber trotzdem Teil der Menschen sein wollten, und das sind Dinge, an denen wir Spaß hatten. Und dann auf einmal, pardon, ich muss kurz zurückspulen, das war alles zu schnell, diese Passage. Ich muss wirklich eine Minute zurückgehen. Wow. Ted Kemper hat mich mal wieder geworfen. Kurze Pause. Also was er gerade eigentlich sagen will, ist, dass er mit diesem Serienmörder oder beziehungsweise viele Leute erschossen hat, dass er angefangen hat, mit ihm zu sprechen. Ne? Da sind wir gerade, und dass er es geschafft hat, quasi in seinen Kopf reinzukommen. So. Und ich habe gesagt, wie hast du dich gefühlt, als du diese kleine Waffe gekauft hast, 22er Kaliber, bist du rausgegangen und hast so ein paar Schießübungen gemacht? Nein, nicht so richtig. Und ich habe gesagt, weißt du, was du gemacht hast? Du bist rausgegangen, hast Flaschen, Dosen und so weiter aufgestellt und hast geübt, sie abzuschießen, und zwar sehr schnell, oder? Und er guckt mich so an und sagt, woher weißt du das? Und ich habe gesagt, weil ich das gemacht habe. Das waren Menschen, das waren keine Dosen, keine Flaschen, ich habe es niemandem gesagt. Und er war auf einmal fasziniert, wie ich seine Gedanken lesen kann, habe ich nicht. Ich habe eine verwandte Seele gesehen. Jemand, der etwas gemacht hat, was ähnlich ist, was ich als Kind gemacht habe. Er war in Psychiatrien und in diesen Prozessen, wo Doktoren beschlossen haben, was falsch mit ihm ist, und versucht haben zu behandeln, aber es hatte keinen Effekt auf ihn, weil er nicht gesagt hat, was wirklich in seinem Kopf los war, weil sie ihn irgendwo einfach abstoßen würden. Er wäre total
abgeschottet von allen anderen Menschen. Und wir, das wollten wir ja nicht. Und das war, wie wir uns festgeklammert haben. Oh, und die Ärzte haben gesagt, ah ja, das ist falsch mit dir, das ist falsch mit dir. Ah ja, okay, ja, verstehe. Ja, und dann geht er raus und kauft sich eine Waffe und erschießt auf einmal Leute. Und ich habe darüber gesprochen, was ist passiert, als du die Leute erschossen hast? Und er hat gesagt, oh wow, es ist zu schnell. Jetzt kommen also die Profis und sagen, oh, das ist falsch mit dir, das läuft falsch, das läuft falsch. Und wir sagen, ja, okay, ja. Und dann geht er raus und knallt Leute ab. Und ich habe mit ihm gesprochen, was ist passiert, als du diese Leute erschossen hast? Und sie sind tot umgefallen. Ich habe gesagt, nein, die haben das gemacht, die haben gegurgelt, einige von ihnen haben sich bewegt, als hättest du sie nicht erschossen und dann hast du sie nochmal angeschossen und er sagt, oh, woher weißt du das? Du warst doch nicht da. Ich habe gesagt, ich weiß es. Ich habe es niemandem erzählt. Ich weiß. Ich war da. Ich hatte meinen eigenen Trip, was das angeht. Ich weiß, was passiert. Papi, gib mir nicht diesen Bullshit, was Erdbeben angeht und was Gott dir erzählt. Du würdest doch gar nicht mit mir sprechen, wenn Gott mit dir spricht, weil den Druck, den ich dir aussetze, diese kleinen Einsichten, würde Gott wirklich mit dir reden? Ich bin Leuten wie dir aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit Leuten wie dir, mit Leuten in Krankenhäusern for the criminally insane, in Maximum-Sicherheitskrankenhäusern. Ich war 15, als ich da war. Um vor der Zeit, als sie weggelaufen sind von ihrer Mutter und zu ihrer Großmutter sind. Nein, ich bin zu meinem Vater. Nein, aber danach, als sie zu ihrer Großmutter sind, waren sie 14? Warum hatten sie das Gefühl, dass sie sie töten mussten? Das war ein Ausbruch. Ich hatte nicht gedacht, dass ich muss. Ich bin dahin und ich hatte die Hoffnung. Also ich bin da nicht hin, ich wurde da verlassen. Wir waren in L.A., waren in den Bergen und ich wurde dort gelassen. Ich hatte mit meinem Stiefbruder und mit meiner Stiefmutter Reibungen. Wir wollten alle seine Liebe, sein Interesse. Sie waren verzweifelt, weil sie die neue Familie waren. Ich war verzweifelt, weil ich diesen Mann nie in meinem Leben hatte. Ich wollte seine Anerkennung, seine Bestätigung. Und wir waren sehr gierig und verzweifelt. Wir haben miteinander gekämpft, wir hatten viel Reibung und er konnte das einfach nicht aushalten. Ich war die alte Familie. Ich wurde geparkt in den Bergen, ja. So muss man sagen. Ich war 10 Monate mit ihnen da. Zuerst war es okay, weil es ruhig war, weil ich nicht mehr in Montana war. Ich ging in eine gute Schule. Als die Monate so vergingen, ist so der Lack so ein bisschen abgegangen. Meine Großmutter hat Vereinbarung gemacht mit mir, dass sie mich nicht erniedrigen würde wie meine Mutter oder mein Stiefvater. Ja? Und ich habe eingewilligt, dass ich bestimmte Dinge nicht machen würde. Aber dann haben diese Spielchen trotzdem begonnen. Sie hat angefangen, mich zu erziehen wie ihre 3 Söhne, hat diese ganzen negativen Sachen angefangen, die meine Mutter begonnen hatte. Sie hat erkannt, das ist was meine Mutter gemacht hat. Aber einige von diesen Dingen waren, viel davon war, dass ich mit komplexen Situationen nicht umgehen konnte, mit komplexen psychologischen Situationen. Also habe ich widerstanden, bin weggelaufen. Das war meine Antwort, weglaufen. Ich bin von den Leuten von Montana weggerannt, aus Montana. Und jetzt stecke ich da fest. Und die Brücken sind verbrannt, weil meine Großeltern da sind, 24 Stunden am Tag. Und da kann ich nicht los. Ich durfte niemals eine Stunde weiter weg sein, außer dass sie meinen Namen schreit. Und da muss ich wieder zurückkommen. Sie war überzeugt, dass ich nach Little Norfolk gehe, um rumhänge mit Kindern und Rowdies und so. Und ein Jugenddelinquent werde. Also hat sie mich niemals auf mich selbst gestellt, mich das Grundstück verlassen lassen. Und dann hat es angefangen, mir zu kochen, glaube ich. Da ging es los. Ja. Die Spannung. Ich habe die Fantasien auf einmal auf sie übertragen, sie zu töten. Und sogar die Köpfungsfantasien waren schon zu dem Zeitpunkt da. Was waren das für Fantasien? Ja. Was waren das für welche?
die abgetrennten Köpfe von Frauen besitzen. Männer haben mich nicht angemacht. Ich konnte mit Männern nichts anfangen. Ja, ich habe Filme gesehen als Jugendlicher und es war nicht oft so, aber häufig war das in Filmen, dass so ein Kopf abgetrennt da liegt, zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Schrank aufmacht oder was auch immer. Und in meiner morbiden Faszination ging das halt auf. Und ich hab kommentiert, einen Kommentar gemacht und jemand hat darüber geschrieben, dass ich, als ich jung war, 8 oder 9 Jahre alt, es war wie so ein Record Store. Und es gab so viele Kinder da und es gab eine Magieshow. Und dieser Typ, sie haben ja wahrscheinlich so eine Fake-Guillotine gesehen, wo sie da so eine Kartoffel reintun und jemand seinen Kopf unter die Klinge tut und sie dieses Ding runterziehen. Und die Kartoffel wird geteilt, aber nicht der Kopf der Person. Und alle sind dann fasziniert davon. Und wenn die Klinge dann oben ist und es runtergeht, dann geht das ja durch dieses Ding. Aber es enthauptet niemals jemanden. Und er wollte einen Freiwilligen. Und ich schaue mir diese Show an und ich stehe in der Gruppe von Leuten. Und er wollte einen Freiwilligen. Eine ziemlich, ziemlich hübsche 16-Jährige kichert und will das machen. Und ich schaue mir das an und denke so, wow. An diesem Moment hätte ich wissen müssen, ja, natürlich, das kannst du nicht machen. Also das passiert normalerweise nicht, ne? In Montana, ja, in Capital City. Das kann ja nicht passieren. Aber das Konzept davon war so roh und so erregend für mich. Wow, ja, das gucke ich mir an. Und ihre Freundin sollte rüberkommen. Und sie sollte ihre Hände ausstrecken, um ihren Kopf aufzufangen. Und er hat dann Witze darüber gemacht, dieser Magier. Und mich hat das total in den Bann gezogen. In diesem Zusammenspiel zwischen normale Sorge, den Kopf auffangen, aber wenn der Kopf ab ist, ist es doch egal. Und irgendwas davon hat mich in meinem Kopf beschäftigt. Und ich habe gesagt, wow. Und natürlich haben alle gekreischt und waren aufgeregt und die Kartoffel fällt, der Kopf bleibt dran. Und sie kommt raus, steht von der Guillotine auf und kriegt ein kleines Geschenk, dass sie teilgenommen hat in dem Experiment. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Show gesehen habe. Und man sieht sowas im Fernsehen, das ist eine Sache, aber da sein und dir das anzusehen, das schlägt einen mehr in seinen Bann. Und das war der Startpunkt. Das war ein weiteres Stück. Das ist wirklich das einzige Ereignis, das ich verbinde mit dieser Faszination, war der Fakt, dass sie eine sehr anziehende junge Frau war. Ich glaube, ich war fast pubertär, aber ich hatte eine wahnsinnige emotionale Veränderung. Ich glaube, ich habe Pubertät früh erreicht. Und es ist eine sehr, sehr verwirrende Zeit für junge Menschen. Und ohne positiven Input von elterlichen oder erwachsenen Figuren kann das in sehr, sehr wilde Richtungen gehen. Und ich hatte diese negative Orientierung, ich gehe zurück in meinen Keller und wo ich mir vorstellen würde, dass ich mich verteidige und dann bin ich in so Fantasiewelten gekommen, wo ich mich räche an meinen Feinden, wo ich mich an den Leuten räche, die mich gehänselt haben oder jemand, der mir Unrecht zugefügt hat, selbst Erwachsene. Die reden in verschiedenen Beziehungen, wie wir unsere dunkle Seiten haben und so. Dinge, die man gedacht hat zum Beispiel, die man niemals mit jemandem teilen würde, weil sie so gemein sind oder so unsprechbar sind, außerhalb und so nicht eingereiht mit dem, was außerhalb ist, dass man sich wahrscheinlich zu sehr schämen würde, wenn man sich denkt, oh, diese Person würde ich gern töten oder dem würde ich den Kopf abhacken oder sie ist so eine Bitch. Das machen wir ja alle, ne? Ich wusste das nicht. Also, ich füge noch Probleme hinzu, dass ich denke, dass ich ja wirklich, wirklich böse sein muss, weil ich all diese furchtbaren Dinge denke. Und ich habe es immer öfter und mehr daran gedacht, als würde ich mich konditionieren, negativ konditionieren. Und der Effekt war mir nicht bewusst. Ich wusste, dass ich, wenn ich an bestimmten Szenarios arbeite in meinen Fantasien, nach einer Weile, war es dann unbedeutend, nicht genug. Also habe ich was hinzugefügt, ein neues Level. Und sehr subtil, aber über viele Jahre hinweg ging das weiter und weiter. Ich kenne junge Menschen,
mit denen ich ernsthaft sprechen konnte, die ich gut kannte und lang genug kannte, die mit mir geteilt haben, weil es sehr wichtig war für mich, zu wissen, wo ich falsch gegangen bin. Und die haben zugegeben, dass sie manchmal, und sie hatten dann aber bessere Ausrichtung als ich, die hatten Perioden, wo sie wirklich so morbide oder negative Faszinationen hatten, aber die dann ausgewachsen haben, in Anführungszeichen. Es hat nicht mehr das, was für sie erfüllt, hat kein Loch mehr gestopft oder sowas für die. Oder ein Erwachsener hat ihnen was gezeigt, hat ihnen einen neuen Weg gezeigt, wie man sich äußern kann, dass dieses Bedürfnis komplett vernichtet hat. Bei mir war kein Erwachsener da. Meine Mutter war da, ja. Aber sie war da, um mich zu schlagen, mich zu erniedrigen und mich zu benutzen als Beispiel, wie wenig Männer wert sind. Sie hat diese Frauenbewegung ein bisschen vorhergedacht, der Gleichheit, der gleichen Beteiligung, gleichen Präsenz in verschiedenen Bereichen. Sie haben experimentiert mit, ich habe es auf die Hartart rausgefunden, was weiblichen Antagonismus angeht. Dass sie also nicht genug Gleichstellung bekommen, aber leider hat meine Mutter, es ist nicht fair, um über eine Tote so zu sprechen, weil sie sich nicht verteidigen können, sie können keine Perspektive geben, was passiert ist, aus ihrer Sicht. Ich versuche fair zu sein. Auf das Zurücksehen sehe ich, dass sie versucht hat, ihren Schmerz zu balancieren, mit dem, was sie bekommen hat. Und wenn sie sich ihren Vater ansehen, er war ein Schwächling, ihre Mutter hat alles getan. Also hat sie sich an ihrer Mutter orientiert. Also macht sie diese Dinge. Soziologische und psychologische Studien sagen, dass es normal ist. Nicht gesund unbedingt, aber das passiert. Und mein Vater, er war der Schwächling aus seiner Familie, meine Mutter war das Dynamo in ihrer Familie. Und entweder es funktioniert oder nicht. Und es hat nicht funktioniert, weil sie auf ihn eingehämmert hat. Sie wollte, dass er das ändert. Und er konnte damit nicht zurechtkommen. Nach 13 Jahren hatte er genug. Was ich blöd fand, war, ich hatte Mutter, einen Vater. Mein Vater hat gearbeitet, hat viel Geld gebracht. Wir hatten ein Haus, wir hatten Freunde, wir gingen zur Schule. Wir hatten Geburtstage, wir hatten Weihnachten, wir hatten Urlaube. Er hatte Samstagabend Poker mit seinen Freunden am Gästehaus, bei der Garage. Wir haben ein gutes Leben gehabt. Und sie hatte das gehasst. Sie hasste das, absolut. Diese stereotypische Antwort von diesem Typen, dass er mit seinen Jungs Poker spielen wollte, mit seinen alten Kriegskameraden. Übrigens, ein weiteres Problem, er war im Zweiten Weltkrieg in der First Special Service Force. Er war ein Combat Sergeant in dieser Devil's Brigade aus dem Buch und dem Film. Er war als Unverheirateter, war ein Freiwilliger dafür. Und so haben sich meine Eltern getroffen. Sie hat als Sekretär gearbeitet. Er ist in einem alten, geschlossenen Kavalleriefort der US Army, das wieder aufgemacht worden ist für diese Jungs, damit sie da trainieren können. Fort William Henry Harrison, außerhalb der Stadt. Und da haben sie sich kennengelernt. Es war nicht geheim, aber haben quasi unter der Hand geheiratet. Weil wenn sie gewusst hätten, dass er geheiratet hätte, dann hätten sie aus der Gruppe rausgehauen. Das war eine Selbstmordbrigade, so wurde das beschrieben. Ja. Er geht also in den Krieg, macht furchtbare Dinge im Krieg. Er kann über diese Dinge nicht sprechen. Oh, pardon. Ja, schade. Ich hätte, also, auch wenn ich jetzt mir den Mund fusselig geredet habe und der gute Ed Kemper sehr, sehr schnell spricht und sehr, sehr eloquent spricht und ich mir manchmal schwer getan habe, das quasi zu, weil die Gedankenbögen so lang sind, das ins Deutsche überzubringen, hoffe ich trotzdem, dass ihr das verstanden habt. Und ich war jetzt fast überrascht, dass das Interview schon vorbei ist. Ich hätte gerne noch mehr gehört, wie er quasi das, was sein Vater erlebt hat, verbindet mit dem, wie sein Vater später war. Martino, den Arzt rufen, würde ich fast schon sagen.
So, ich gucke kurz, was ihr so gesagt habt in der Zeit. Es gibt ein bisschen Hintergrund-Fahrstuhlmusik. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, teilt mir doch gerne eure Eindrücke mit jetzt im Chat oder schreibt mir auf allesnurgeklaut@gmail.com. Vielen Dank für alle großzügigen Spender und Spenderinnen. Unterstützt mich sehr, dass ich diese Videos und diese Sachen machen kann. Und wie gesagt, Freitag, ja. Freitag machen wir Donald Trump, wenn da die Anklageschrift raus ist. Und wir machen das Interview mit dem Anwaltsteam der Anklage im Alex Murdoch-Prozess. Die haben ein Interview rausgegeben und ich muss das ein bisschen bearbeiten, weil ich nicht das ganze Video zeigen kann. Also wir können nicht eine Live-Übersetzung wie immer machen, sondern wir werden uns nur die Fragen anschauen oder einzelne Fragen ansehen und dann darüber sprechen, ja? Ah ja, ich sehe ein paar. Ursula, tut mir leid an alle, die ich nicht begrüßen konnte. Ich war so absorbiert von dem, was der liebe Ed Kemper gesagt hat. Ich erwische mich schon aber zu sagen, der liebe Ed Kemper, ne? Genau. Und darum, ich wollte noch ein paar Umfragen machen. Das ist eigentlich fast schon eine rhetorische Frage, aber ich frage es trotzdem mal in die Runde, weil wer weiß. Ich glaube, mit Ed Kemper gibt es keine neueren Interviews, was das angeht. So, was habe ich? Oh, Häschen. Niemand hat Häschen gepostet. Stolli ist schon gegangen. Wie schade. Ed Kemper. Ich habe neulich ein Bild von Ed Kemper gesehen. Ich gucke gerade, was mit Ed Kemper ist, aber es gibt eigentlich Bilder von ihm. Und zwar, wenn ich richtig liege, ich glaube, das sind Bilder, die noch gar nicht so lange her sind. Schauen wir mal, ob wir das finden können. Hier, das ist Ed Kemper gerade. Warte, ich versuche das größer zu machen. Das ist leider keine gute Qualität, aber das ist von 2017. So sieht er aus. Mal mit Bart, mal mit ohne Bart. Genau, links ist 2000, ich glaube, es ist 2012 und rechts ist 2015 oder so, aber sieht nicht viel anders aus. Der ist jetzt einfach alt, soll man sagen. Ja, genau. Hat einen Schlaganfall. Der 74 Jahre alt. Krass, krass. Vielen Dank für eure lieben Gratulationen und vielen Dank wie gesagt, für die ganzen Unterstützer. Natürlich Yami mal wieder der Hammer und alle anderen auch. Michaela habe ich, glaube ich, auch gesehen. Sehr, sehr cool. Danke euch. Bleibt eigentlich noch nur noch eins zu tun, damit wir uns. Ah ja, Martino. Ja, aber mehr kann der Arzt nicht machen. Das ist so eine Psychose-Sache, da einfach immer zum Arzt gehen, weil damit ist nicht zu spaßen. Und Infusion ist gut, damit einfach dass der Elektrolytenhaushalt stimmt, damit genug Flüssigkeit da ist, um das ganze Gift aus dem System zu spülen. Und es gibt bestimmt Medikamente, die man verwenden könnte, aber vielleicht ist da auch angesagt, einfach keine Medikamente mal zur Abwechslung. Was ich sagen wollte, es gibt einen kleinen Ausflug um einen kleinen Palate Cleanser, wie man so sagt. Nämlich hier. Immer einen Plan B haben. Das ist wichtig. Ja, was mache ich jetzt? Ich leg das mal dahin und ja, salutiere. So. Beim einen geht's.
Beim anderen nicht so richtig. Hey. Jupp, jetzt der Hund versucht ein Loch zu graben. Das sind Kühe, die irgendwie. Irgendwas ist da auf der Straße. Zack. Das klappt ja gut. Ich liebe diesen Content Creator, der diese Videos macht, wo er irgendwelche Trends sieht und das dann nachmacht. Es ist ziemlich genial. Es ist ein großer. Ich glaube, der ist auch auf Instagram, aber ich glaube, der ist auf TikTok. Der ist so ein TikTok-Star. Dieser Typ, der zuletzt mit dieser Flasche, die nicht aufgeht, der am Boden gesessen hat und das mit einem Messer gemacht hat, statt mit einer Gabel, der ist richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe kein TikTok, ich gucke mir das nicht an, aber das ist so ein Star. Die Sachen sind lustig. Man muss einfach sagen, die sind lustig. Geiler Typ. Guter Typ. Ach ja, genau. Wann genau sehen wir uns wieder? Freitag, Freunde, Freitag. Natürlich Freitag. Nächster Stream Freitag, das schreibe ich jetzt auf. Also offenbar wollen zumindest, wow, von 132 Leuten 58 abgestimmt. Alle, die aktiv zugucken, sind da. Vor 5 Minuten, so nach 5 Minuten, 60 Stimmen. Es gibt was zu Trump, Leute. Eindeutig am Freitag. Alle, die schon mal gehen wollen, go right ahead, friends. Mit oder ohne Fisch, vielleicht mit. Also. Ja, noch mehr über Ed. Ed Kemper, ja, Ed ist cool. Ted ist nicht mehr so cool, beziehungsweise schon so, wie viele zu Recht sagen, verbraucht, verbraucht, verbraucht. Allen eine angenehme Nacht, die jetzt schon gehen. Ich hänge noch ein paar Minuten rum. Wenn ihr Fragen habt, wir können uns gerne über Dinge unterhalten. Können uns auch einfach noch anschweigen. Noch 4 Minuten. Ich bin auch gespannt auf Trump. Ich bin gespannt, was in der Anklageschrift steht. Aber es ist halt. Also, ne, wir werden es uns natürlich angucken, wie wir uns die Sachen hier angucken. Es ist halt nicht so. Wir machen das halt nicht so reißerisch dann, sondern wir gucken uns halt an, was wirklich genau drin steht. Wir werden auch Stormy Daniels bei ihrem bürgerlichen Namen nennen. Also an alle, die schon mal gehen, danke, dass ihr da wart. Überhaupt danke, dass ihr alle da seid, dass ihr immer wieder zuguckt und zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und es macht immer sehr, sehr große Freude mit euch. Es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich mit euch. Und das wird es auch am Freitag, davon bin ich überzeugt. Ich habe keine Haustiere, nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ein Eichhörnchen auf dem Balkon, das immer mal wiederkommt, die mich Wasser rausstelle und Nüsse, das mich ab und zu vorwurfsvoll durchs Fenster anschaut und mir quasi damit sagt, gib mir Nüsse, du Arsch. Und dann mache ich das und dann ist wieder eine Weile gut und dann liegt so eine leere Nusshülse vor dem Küchenfenster als Drohung und dann weiß ich, ah, na klar, die Nüsse und dann lege ich wieder welche hin, bis die nächste Drohung kommt. Ich sage euch, das hat mich angeguckt, das Eichhörnchen. Ist wirklich, es ist draußen, es steht so da und schaut mich so an. So. Ja, wo ist jetzt die. Was ist das hier draußen? Es ist Ende des Winters. Ich sterbe hier. Du sitzt da drin. Wo ist meine Nuss? Ed Kemper ist echt eine Quasselstrippe, mein Gott. Ja. Aber er ist eloquent. Er kann gut reden, das muss man einfach sagen. Also, mein Haustier ist ein Eichhörnchen. Ja, das Eichhörnchen erzieht mich. Ne, nur, dass ihr es wisst. Nicht andersrum. Das Eichhörnchen erzieht mich. Ich habe den Every Fall leider nicht geschaut. So, was macht noch der Chat? Leute freuen sich auf Trump. Ich freue mich auch. Ja, man muss, klar. Das ist alles nicht so, wie sagt man, sind streitbare Individuen, die man hier sieht, auf jeden Fall in diesem Channel.
umso großartiger, dass halt die Community so angenehm ist. Ihr seid halt alle richtig nett untereinander. Und wenn irgendwelche komischen Vibes sind, dann entschuldigt ihr euch und kriegt das irgendwie gebacken. Ihr seid halt erwachsene Leute. Und das finde ich sehr, sehr gut im Kontrast zu den furchtbaren Dingen, die wir besprechen, und diesen krassen Menschen, deren Leben halt so extrem entgleist und die furchtbare Entscheidungen treffen. Und dieser Channel, wir haben dann aber halt natürlich eine geniale Community. Während bei anderen Channels, wo es irgendwie, keine Ahnung, um schieß mich tot Beauty oder Gaming geht, die Leute einander mit toxischem Müll zerfetzen. Das ist ein bisschen lustig. Ja, das Eichhörnchen trainiert mich auf jeden Fall. Nein, nein, ich hab kein Gehege. Der Balkon ist ein großes Gehege. Hallo, Mayeni Mai, du hast leider den Stream verpasst. Oh, das Eichhörnchen hat verschiedene Nüsse bekommen. Ich glaube, es hat mal Haselnüsse bekommen, es hat mal tatsächlich Walnüsse bekommen, geschälte und ungeschälte Erdnüsse. Und es war sehr, sehr niedlich zu sehen, wie dieses Eichhörnchen versucht, diese ungeschälten Erdnüsse aufzumachen. Vorhin war ein Troll da. Ja, aber ihr merkt ja schnell, dass Trolle dann keine Chance haben, weil wenn man sich nicht trollen lässt, beziehungsweise wenn nicht so viele da sind, es kommen ab und zu einer rein oder so, aber die kommen wie so, keine Ahnung, die kommen wie so aus der Kälte und lassen die Tür noch ein bisschen offen, es kommt zur Kälte rein und dann geht die Tür zu und dann wird schnell wieder warm drin. So ein bisschen ist das, wenn ein Troll reinkommt, weil hier ist es sehr, sehr cool. Und ich bin ein richtig Fan von euch. Ihr seid richtig cool. Das Ding ist auch, ich bin halt. Ne, ich lese halt jeden Comment, den ihr macht. Und ich arbeite eh schon daran, sozusagen mir keine Dinge zu Herzen zu nehmen. Aber ihr wisst ja, wie manchmal so, wenn man schreibt, so Dinge zweideutig sind, ohne dass man will, dass sie zweideutig sind. Und während man sie schreibt, denkt man sich nichts Böses. Und dann kommt es auf einmal komisch raus oder das Gegenüber versteht es komisch. Nee, jedenfalls, ich versuche eh schon immer Dinge positiv zu werten und ich bin so froh, dass sich fiese Kommentare in Grenzen halten. Also mal sagt mal jemand, das ist langweilig, unverblümt, aber das ist deren gutes Recht oder so. Genau. Das heißt, ich habe nicht so viel mentale Arbeit zu sagen, nein, ich verdränge das. Ich denke nicht mehr drüber nach, was diese eine Person geschrieben hat. Ich lasse mich ja eh schon zu sehr langen Antworten hinreißen. Genau, da arbeite ich auch an mir, dass ich Dinge nicht persönlich nehme, sondern dass ich das quasi so betrachte wie. Leute haben Bedürfnisse und wollen, dass Bedürfnisse befriedigt werden und das eher aus dieser Warte aus begreife und nicht. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das hat mit den Umständen zu tun, sozusagen. Keine Nüsse für Trolle. Ich hab das Eichhörnchen übrigens Athene getauft. For everyone who wants to know. Freue mich auch auf den Livestream. So, wir machen jetzt 2 Minuten, machen wir noch, bis wir die 2 Stunden voll haben. Alles unter 2 Stunden wäre eine persönliche Niederlage. Nee, Quatsch, Quatsch. Oh, Jasmin. Das ist natürlich eine Frage, die ich elegant übergehen werde. Natürlich nach der Göttin, na klar. Küstenkind. Oh, es ist leer. Jetzt wollte ich einen schwungvollen Schluck nehmen, aber es ist leer. Sunshine Seaside. Ja, so ist es, ne? So ist es. Wir haben noch 50 Sekunden miteinander. Oh Gott, es gibt noch so viel, was ich euch sagen will. Habt eine sehr, sehr schöne Woche. Habt einen ganz kuscheligen Abend. Ich freue mich auf euch am Freitag. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt bei den Classics. Ja. Ja. Karin, hallo. Hier, die Zeit vergeht wirklich schnell. In meiner Tasse war mal Tee. In meiner Tasse war mal hier. Hier, das war mal in meiner Tasse. Aber keine Werbung, ne? Oh, ich glaube, ich habe es falsch rumgehalten sogar. Nein. Ah! Vielleicht sieht man es so, dass das Licht jetzt so komisch ab. Ah, ja, spanische Orange.
Michaela. Danke, ich empfinde das als großes Kompliment. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Macht es gut, kommt gut durch die Woche, baut keinen Unsinn, trefft gute Entscheidungen, bringt euch nicht in Situationen wie der Freund von Martino. Passt auf euch auf, wir sehen uns am Freitag. Bleibt gesund.